Lang lebe das Blutschwert. Ja, so ist es halt, Leute. Also, ich habe meine Charaktere gelevelt, wie ihr seht. Und ja, Rüstungen. Ich habe mal ein paar Mal rumgekämpft in einem bestimmten Dungeon, wo er später reingehen wird. Und das ist meine Ausrüstung. So, so und so. Die ganzen Sachen habe ich da irgendwo gefunden. Wenn nicht, doch, ich habe die eigentlich alle gefunden. Ach, ich habe so viel gelevelt. Protes, Aura, Berserker, Hast. Ich habe alles verstärkt für eine bestimmte Sache. Und noch etwas. Bei der Monsterfibel, wir haben 94%. Wir haben wirklich 94% bekommen. Uns fehlen nur 6%. Ich glaube, ich werde das bis 96%, nein, 98% hinbekommen. Oder 99? Ich glaube, 99% werde ich hinbekommen. Ein Monster habe ich vergessen auf dem Weg oder so. Dieses vielleicht 32. Und die restlichen habe ich eigentlich alle. Ja, wie ihr seht, ich habe die restlichen. Okay, da fehlt mir auch noch eins, aber egal. Die Monsterfibel ist mir eigentlich egal. Und das ist ein optionaler Dungeon, so gesagt, glaube ich mal. Man muss nicht da rein, aber ich gehe einfach mal rein. Weil da gibt es etwas, was ihr vielleicht gebrauchen könnt für später. Und das ist auch der letzte Part für heute. Ist dies etwa der Ort? Nein, ausgeschlossen. Versiegelter Raum. Wisst ihr noch diesen Raum, wo Minio sich geopfert hat? Da sind wir wieder. Wie ich vermutete, das Siegel. Ultima existiert auch hier. Mein Leben opferte ich, um das Bannsiegel aufzuheben. Und dieses Mal werde ich siegen. Trete zurück. Jetzt kommt wieder die grüne Kamehameha. Musik wieder so leise, obwohl die Musik richtig geil ist. Wieso kann er diesen Strahl nicht bei Monstern einsetzen, wenn er jetzt schon das kann? Deswegen hasse ich ihn auch manchmal dafür. Ach ja, der Endboss. Der wird so ein Klacks. Ich habe den letzten Endboss hier in 5 Minuten besiegt. Den werde ich in 1 Minute besiegen, aber richtig. Oder 2. Menu! Menuk! Es geht schon. Ich starb, weil es mein Schicksal war. Doch diesmal kam ich mit den Lehnen davon. Dafür muss es einen gravierenden Grund geben. Es muss. Wieso? Du hast dich einfach ergeben, deinem Schicksal. Du kannst dein Schicksal immer wieder ändern. Yep. Wir können unsere Gewandtheit und alles wieder hier verstärken. Das werde ich auch machen. In der Zwischenzeit kann ich euch auch ein paar Sachen erzählen. Ich habe viel gelevelt. Und das Blutschwert ist eine ultimative Waffe. Wirklich gegen den Endboss. Ich musste beim Imperator ja meinen Leon so buffen, dass er immer 1000 oder 2000 Schaden gemacht hat. Aber mit dem Blutschwert schaffe ich locker 9.990 Schaden. Und das hat mich so glücklich gemacht. Ich habe so böse gelacht, als ich das Offscreen gemacht habe. Ich habe so böse gelacht. Das war so ein geiles Gefühl. Die Stimme des Kristalls erschallt. Menu, Weißmagier Finz, solltest du auserwählt sein, den ultimativen Zauber zu erlangen, wirst du mich besiegen. Bezwingen. Okay, Flammenstufe 16. Ultima Schwert, das ist ein optionaler Boss. Gegen den mussten wir nicht kämpfen, aber ich mach's trotzdem. Erstmal buffen, dann so. Und guckt euch den Schaden an. Ach ja, wie ihr bemerkt, ich habe allen ein Schild angezogen, das minimiert den Schaden von Gegnern. 8000 und er hat das Leben von ihnen abgezogen. Und stellt euch mal vor, wenn ich jetzt mal ein bisschen gebufft werde. Ultimativ sage ich nur, einfach ultimativ. Ach, einfach Angriff, 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 Angriff. Vielleicht, er stirbt auch gleich, habe ich gesagt. Er hat irgendwas mit 15.000 oder so. Okay, das haben wir dann auch erledigt. Die Stimme des Kristalls erschallt. Menu, Weißmagier Finz, du bist auserwählt, diesen Zauber zu erhalten. Empfange den ultimativen Zauber Ultima. Ultima Grimoire erhalten. Ey, dieser Ultima-Spruch ist mir so egal. Den habe ich nicht mal einmal benutzt gegen Boss. Nicht mal einmal. Ja, soll ultimativ sein, aber ich bin ultimativ, wenn ich kämpfe. Verdammte Scheiße nochmal. Ihr könnt nichts. Dieser Spruch kann mich so am Arsch lecken. Er kann gar nichts für mich. Warte mal, habe ich alles? Items? Von Elixier kaufe ich mir genügend mal. Ich habe ja genügend Geld dafür.
Kaufen, Elixier. Ja, so. Ich hatte ja genügend Geld dafür. Und Elixiere schaden ja nie. Jetzt müssen wir da rein. Ah ja, eigentlich müsste jetzt eine Szene kommen, wo er sagt, ist das nicht das Pandemonium? Aber ich habe es außersehen weggemacht, aber ist nicht schlimm. Und in der geheimnisvollen Höhle gab es noch 3 Schätze, die wir finden könnt, also für die Leute, die sich dafür interessieren. Aber erstmal mussten mal die Kämpfe rausgeschnitten werden, die jetzt gleich kommen, die ihr noch nicht kennt. Okay, die kennt ihr noch nicht. Okay, das wird auch ein bisschen länger dauern. Der Kampf. Deswegen wird die Folge vielleicht auch in 2 Teile geschnitten werden. Ich glaube, ich mache auch 2 Teile, weil es gibt auch ein paar Kämpfe, die ihr schon gesehen habt. Es wird jetzt etwas dauern, weil Kampfgeschwindigkeit, so gesagt. Wie schon gesagt, Kampfgeschwindigkeit ist extrem langsam. Aber das erste Monster ist tot. Die nächsten kommen hinterher. Heute ist mein Aufnahmetag. Das ist gut. Flammenstufe 16. Es bringt sowieso nichts. Komm her auf. Gut so. Angriff, 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 Angriff. Ich weiß, das ist ein langweiliger Moment, aber ihr könnt es ja wegmachen. Ihr habt die Zeit dafür. Ihr könnt es leicht wegmachen bei YouTube. Wann ist das Monster verdammt nochmal tot? Endlich. Hör auf anzugreifen. Das hat sowieso keinen Sinn mit dir. Ach ja, und die ganzen Ausrüstung da, die ich da gefunden habe, so Schwerter, Flammenschwert und so, habe ich von Monstern. Ihr müsst einfach in diesem Dungeon ganz drum kämpfen, wenn ihr stark genug seid. Und dann gegen die Monster hier kämpfen. Und ihr kriegt ihr irgendwann die Ausrüstung. Drachenrüstung habe ich so bekommen. Von allen Drachen. Und alles Mögliche. Ihr müsst einfach kämpfen, das ist alles. Haben wir das auch geschafft? Ja, danke schön, dass mir das darauf hinweist. Ach ja, okay, ja. Ether haben wir sowieso genügend. Okay, jetzt. Meuchelmörder 2 Stück davon. Die sterben aber schnell. Wie schon gesagt. Okay, die haben wir dann auch gesehen. Da gibt es noch ein paar andere Sorten von Gegnern. Klein Satan. Die halten mehr aus, oder? Ja, die halten mehr aus. Am Anfang, als ich gegen die gekämpft habe, haben sie mich locker fertig gemacht, weil sie mich verwirrt haben. Aber nachdem ich ein Schild angezogen habe und das Schild dann trainiert habe, also Abwehr trainiert, habe ich dann Chancen bei denen gehabt. Und ihre Verwirrungsattacken haben gar nicht mehr geklappt bei mir. Okay, so. Wieder eine Chimera. Ich will jetzt einfach schnurstracks zum Gegner. Oberen Lamia. Die ist schwach, die kann auch nichts. Die stirbt jetzt auch jetzt. Stirbt auch jetzt, ja. Meine Grammatik ist wieder so gut. Sieht man ja, dass ich Abitur mache. Haha. Wie kann ich eigentlich mit meiner Grammatik so... Oh, Goldgolem. Seine Schwäche ist Blitz. Ja, die ist... Das ist Blitz und er greift dann normal an, weil er mit seinem Blutschwert sein Leben abzieht. Also merkt euch, von Goldgolem ist Blitz die Schwäche. Das habe ich aus Zufall rausgefunden, als ich hier aufs Gehen durchgekämpft habe. Wie viel Leben hat der Bastard? Er muss locker über 2000 haben. Oh, leck mich doch. So, so. So und so, komm. Hör auf an. Okay, jetzt muss er tot sein. Lang lebe das Blutschwert. Lang lebe das Blutschwert. Aber richtig. Da war ein Äther drin. Ach, Schattendrache. Von ihm habe ich die Ausrüstung bekommen. Also Drachenrüstung, so gesagt. Er hat mich ganz anzuremmen, du Hurenback. Ach, Minion Malus reingekackt. Jetzt ist er aber tot. Was? Klärstufe 16, okay. Ich muss mir ein bisschen gleich heilen.
Stirbst du jetzt auch verdammt nochmal? Angriff, 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 Angriff. Jetzt bist du aber tot. Ja, danke schön. Das dauert noch etwas. Erledigt. Okay, neue Gegner. Blutwolf und Jiminy. Alles kleine Bastarde, die nichts drauf haben. Wie ihr gerade gesehen habt. Warte, ist der schon tot? Ja, der ist schon tot. Der müsste jetzt auch gleich sterben. Ja, der wird auch gleich sterben. Ja, er ist tot. Okay, zwei neue Gegnersorten haben wir auch gesehen. Gut. Ist noch bald beim Ziel. Ich glaube, die Folge wird auch locker 30 Minuten sein. Oh nein, nicht du! Diese Gegner sind so gesagt die stärksten Gegner hier. Equites. Die haben eine hohe Verteidigung, diese Bastarde. Das dauert auch so richtig lange, bis man die besiegen kann. Ich musste vier Stück gegen die antreten, mal offscreen. Oh. Locker 15 Minuten dran gesessen. Genji-Fäustlinge. Ach, ich gebe ihnen das mal. Warte mal, Verteidigung erhöht sich aber extrem. Ja, komm. Wir geben jeden von meinen Charakteren da oben einen Genji-Anzug. Okay, geschafft. Oh, Cut. Ach, bei denen dauert es auch jetzt etwas länger. Okay, der ist aber tot. Jetzt kommen die nächsten. Die können eigentlich nichts. Das funktioniert auch nicht mehr. Am Anfang, als ich kein Schild hatte, haben sie mir locker immer Yusuf getötet. Flug kommt auch nicht mehr dran bei mir. Klappt auch nicht mehr. Hohe Verteidigung dafür. Ach ja, was ich noch bemerkt habe. Es hat eine Verbindung zu Final Fantasy 4. Ihr werdet die Verbindung sehen. Wenn ich beim Endboss bin und was Richard sagt. Ihr müsst aufpassen, was er sagt. Das ist sehr wichtig. Ich dachte nur, aha. So ist die Verbindung. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die da unlogisch sind. Das werde ich am Ende dann erklären. Hat mich ein Freund auch... Ich habe mit meinem Freund darüber so ihn gefragt, ob das so stimmen würde. Er meint so, es gibt ein paar Sachen, die da nicht dann klappen würden. Aber das werden wir am Ende dann sehen. Das erkläre ich dann euch dann. Okay, der ist auch tot. Danke. Okay. Hier ist eine Abkürzung. Man muss nicht extra rumlaufen. Okay. Die zweite, also die hier, ist der richtige Weg zum Boss. Pyrobolos. Und in den restlichen Räumen findet ihr die ultimativen Waffen für jeden Charakter hier. Für Richard brauche ich das eigentlich gar nicht, aber ich mach's trotzdem. Es gibt da wieder einen Geheimgang oder so. Wie das von Masamune da, als ich durch in den Raum. Ach, wo die Säule war, ja. Einfach nach rechts gegangen bin, durch die Wand. Gibt's hier auch einen Schatz. Ich glaube, ich muss nochmal gleich nachgucken, wo zur Hölle das war. Nachdem wir alle Schätze dann geholt habe, direkt zum Boss da. Einfach direkt zum Boss und danach geht's dann. Ja, dort mich. Oh, fickt euch doch ins Knie. Okay, er ist tot. Ja, bufft euch auf. Das bringt euch sowieso nichts. Mit meinem Blutschwert bringe ich euch alle um. Ich liebe das Blutschwert einfach. Das ist einfach das ultimative Ding hier gegen diese Bosse. Wirklich lang lebe das Blutschwert. Ich glaube, nachdem ich das hier fertig habe, mache ich direkt mit 4 weiter. Da bin ich jetzt auch richtig Bock auf 4. Sehen wir mal, wie lange ich brauche, Final Messenger aufzuholen mit seinem Speicherstand. Okay, so. Okay. Und du greifst ihn an. Okay, hat schon 3000 von ihm abgezogen. Stahlgigant. Erst ein bisschen Verteidigung aufbauen. Berserker Stufe 8. Richard ist jetzt der Einzige, der jetzt angreift. Es klappt jetzt nicht. Okay, gut. Angriff, 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 Angriff.
Bist du tot? Ja, er ist tot. Lang lebe das Blutschwert. Genji Fäustling dazu? Okay, geil. Geilo. Genji Fäustlinge? Yep. Ich habe Glück gehabt. Ich dachte, man kann das nur einmal finden. Okay, das ist dann sehr gut für mich. Okay, das haben wir dann auch erledigt. Ist durch die dritte. Oh, durcheinander gekommen. Ah, Katblebus. Den haben wir auch beim ersten Teil gesehen, oder? Da war doch ein Monster, das ist auch so. Oder war es bei 2 auch? Hört auf mit euren erbärmlichen Angriffen. Das bringt sowieso nichts. Es hat keinen Sinn mit euch. Ja, komm mit Froschstufe 10. Hätte sowieso nicht geklappt. Jetzt einfach stirbt. Stirbt einfach. Ihr habt keinen. Oh. Komm schon, stirb. Ich sag auch noch bitte. Hallo, willst du noch mal sterben? Ach ja, was ich noch gesehen habe. Ich habe ein Let's Play gefunden, der das auch wirklich durchgezogen hat. Also Final Fantasy 2 durchgezockt hat. Aber hat mehr Parts gebraucht. Insgesamt 50. Das ist der 20. Part und bin damit auch noch fertig. Und seine Parts waren alle 20 Minuten lang. Tja, sieht man ja. Ich schneide wenigstens alle Kämpfe raus. Sonst wäre das tatsächlich auch locker 50 Parts. Und das meiste davon wäre dann sinnlos. Hat er irgendwie gerade zweimal angegriffen oder hat mir das gerade nur eingebildet? Vom Schaden her. Stirbst du jetzt, verdammte Scheiße, nochmal? Stirb doch einfach. Ja, endlich. Ach, Flammenschwerter habe ich 2 dazu bekommen. Okay, erledigt. Equiter sind die ekligsten Monster. Oh nein, nicht Teufelsmorbol. Ich hasse diese Viecher. Die können nichts, aber ich hasse die trotzdem. Die sehen alle hässlich aus. Bin ich im Angriffsvorteil? Ja, Angriffsvorteil. Oder die haben irgendwie keine Lust, mich anzugreifen. Kann auch sein. Oh, leck mich. Wie ich schon gesagt, leck mich, Arschloch. Oh. Stirb, 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 stirb. Ich zeig irgendwie keine Magie, aber ich brauche auch das auch nicht gegen diese Monster. Die können nichts, die können einfach nichts. Also, pfff. Können die mir gestohlen bleiben, diese Bastardos. Los, stirb mal. Danke. Oh, putzig, Arschloch. Stirb. Danke. Okay, Stirnbahn, das versteckt mein Angriff nur. Sternensplitter. Yamato Orochi, okay. Passt, der Name passt auch zu ihm dann. Schneesturms. Okay. Richard hat jetzt noch so viel Schaden bekommen, weil er kein Schild hat. So. Aber zum Glück habe ich das Blutschwert, das erleichtert mir so vieles hier. Das ist ein bisschen Verteidigung erhöhen. Jetzt einfach Angriff, 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 Angriff. Giftnebel Stufe 16. Vielleicht trifft es ja jemanden. Okay, hat niemanden getroffen mit. Okay, er ist vergiftet. Angriff, 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 Angriff. Richard, los. Dankeschön, Mann. Du bist der Beste. Okay, wir sehen uns bei der. Wir sehen uns draußen, so. Okay, weiter geht's. Okay, neue Monster. Polarkatze, Nekromant. Nekromant ist tot. Stirbst du jetzt mal? Dankeschön, Mann.
Aber irgendwo muss, ich glaube, bei der vierten Tür war ein Geheimgang. Ich weiß auch wo. Ah, neue Monster. Hörni, Mutter und Totenseele. Die sind alle... Diese Gegnersorte sind die einzigen, die so richtig schwach sind. Trifft nicht. Pech gehabt. Oh, Bildstufe 8 und so. Och, das war ein toller Schaden, Mann. Das kann ich dir sagen. Ein toller Schaden. Schon 24 Minuten. Hey, hey. Stirbst du jetzt auch mal? Dankeschön. Ja, danke. Was bringt das jetzt? Was bringt das jetzt mir, dass ich da durchgehen kann? Okay, haben wir dann auch. Drachenspeer. Das war ein Schattendrache. Okay. Okay. Wildrose. Lucifer. Es wurde mal langsam Zeit, dass Lucifer auch mal hier auftaucht. Okay, sehen wir uns mal diesen Kampf an. Brot, Stufe 9. Wieso trifft es dich nicht? Obwohl es doch... Ach, egal. Ich widerfrage es einfach nicht. Ich akzeptiere einfach, dass das nicht bei ihm klappt. Okay, wie viel Leben hat der? Wenn der schon lock... Wenn der Richard schon locker 5000 bei ihm abzieht. Okay, komm. Oder es lag eher am Berserker. Yay, Sense. Oh, ich dachte schon, das hätte locker Richard getötet. Weil er kein Schild trägt. Doch, doch, er trägt ein Schild. Warum klappt? Okay, er ist tot. Okay, Wildrose und alles. Sternensplitter. Die Kraft funkelnder Sterne lebt in diesem mysteriösen Stab. Okay. Und wen, was hast du? Wildrose, oder? Puh, ein mächtiges Schwert mit der Gravur einer Wildrose. Okay. Und du? Drachenspeer. Die Seele eines grandiosen Drachen lebt in diesem legendären Speer. Irgendwie kriegst du nichts, oder? Egal, ist mir auch egal. Okay, wir sehen uns bei der zweiten Tür wieder. Tschüss.